Servus Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier. Ich bin von der Vikingschmiede und ja, heute gibt es mal kein Let's Play, sondern heute gibt es einfach mal so ein kleines Unbox-Video. Und ja, im Großen und Ganzen, was packen wir denn eigentlich heute aus? Ich habe mir am Wochenende, habe ich mir mal einen neuen Bürostuhl oder Gamingstuhl geholt. Und zwar den Game Rocker G20 Large, also den extra large. Und ja, da wollte ich einfach mit euch ein wenig mitnehmen zum kleinen Unboxing und ja, wie sich der Stuhl so zusammenbauen lässt. Und ja, dann wollte ich mit euch nebenher ein wenig so drüber schnackseln, warum ich mir eigentlich ausgerechnet diesen Stuhl hier geholt habe, wo relativ eigentlich auch nicht gerade günstig ist. Und ja, dann würde ich sagen, dann schnackseln wir nicht lange rum und dann bauen wir das Ding hier unter auf dem Boden zusammen, weil ich kann das ja leider nicht bei mir da auf dem Bürotisch zusammenbauen. Ich habe zwar wirklich einen großen Bürotisch, aber da steht halt ein wenig leicht viel Technik drauf und ich depp dann schon wegen leicht in den Arsch beißen, wenn irgendwas zu Bruch geht, dat hier auf meinem Bürotisch. Und deswegen, die mach hier gleich mal eine Etage tiefer. Dann würde ich sagen, bis gleich. Jo, dann packen wir jetzt mal das ganze Ding mal einen Stock tiefer mal aus. Und ja, man muss allerdings gleich dazu sagen, also der Stuhl, der ist echt wirklich fein säuberlich verpackt, weil also da ist wirklich jedes einzelne Teil, was ihr da drin habt in dem Stuhl, angefangen von ohne von dem Kreuz bis zu der Armlehne, dann die Rückenlehne, das Sitzpolster, ja, und die ganze Einzelteile, die wo dann dabei war auch natürlich alle fein säuberlich verpackt. Und gut, klar, das ist ja auch zu erwarten. Weil der Stuhl, der kostet ja normalerweise rein gesäkelt, also ohne viel Prozente rum und nur machen, kostet euch der Stuhl da an die 600 Euro. Also 600 Euro für einen Stuhl, ja gut, ist ein wenig leicht heftig. Ob sich's lohnt oder nicht, muss jeder selber wissen. Gut, klar, ich muss allerdings eins zu sagen, ich hätte mir den Stuhl natürlich auch nicht geholt, wenn es natürlich ein paar Prozente draufgegeben hat. Also nicht, dass ihr jetzt hier meint, ja, Schwabe und Geizhals. Nee, wir sind nur sparsam, Jungs. Und ja, im Endeffekt, der Verkäufer hat mir dann da zusätzlich ein paar Prozente noch draufgegeben und der Stuhl war natürlich an dem Wochenende auch noch kräftig reduziert. Und da muss ich euch jetzt sagen, also das macht nicht jeder Verkäufer, dass ihr da zusätzlich nochmal auf reduzierte Ware nochmal einen Preis noch last kriegt. Also das fand ich echt mega von ihm. Und ja, im Endeffekt hat mir der Stuhl dann nachher keine 600 Euro kostet mehr, sondern der Stuhl hat mir dann wirklich dann nahe zum Schluss nur 350 Euro kostet. Und ja, das ist dann auch nochmal ein guter Preis noch last gewesen und es hat mir auch echt gefreut, weil an dem Wochenende, wo ich mir den Stuhl geholt habe, da bin ich echt wirklich, sagen wir mal so, da habe ich 20 oder 30 verschiedene Stühle geguckt und egal auf was für ein Stuhl ich geguckt bin, das Problem war einfach, der Arsch hat einfach nicht drauf gepasst oder der war halt nicht ganz zufrieden, sagen wir mal so. Und dann habe ich wieder wegen mit dem Verkäufer da wegen zusammen geguckt und der hat dann auch gesagt, als Endeffekt, ihr könnt es im Prinzip dann vergleichen, hat er zu mir gesagt, wie Schuh kaufen, weil im Prinzip, es hört sich zwar jetzt echt komisch an, aber im Prinzip, es ist nicht jeder Arsch gleich. Also im Prinzip, der eine Arsch, der hat halt den einen Ohrspruch und der andere Arsch ist ein wenig, hat wieder den anderen Ohrspruch. Also wie gesagt, jeder Arsch ist halt unterschiedlich und da müsst ihr halt definitiv echt gucken. Wenn ihr euch einen Bürostuhl kauft oder einen Gamingstuhl, guckt einfach, dass ihr den in ein Fachgeschäft holt. Und einfach Probesitze tut, weil im Endeffekt das hat dann einfach auch keinen Wert, genau das online bestellen tut. Und ihr habt dann nachher das größte Geschiss nachher den Stuhl nachher da wieder zurückschicken. Weil ihr, wenn ihr drauf hockt und ihr merkt, hoppala, der Stuhl ist halt leider doch nichts für mich und euch voll auf gut, der ist echt wirklich der Arsch ab, hat es natürlich auch keinen Wert. Also dann nehmt euch echt wirklich die Zeit und fahrt irgendwo ins nächste Fachgeschäft und guckt, macht da einfach mal so Probesitze-Tag und testet halt verschiedene Stühle und dann merkt er halt wirklich gleich, ob das passt oder nicht. Und ja, also man muss echt wirklich so sagen, der Stuhl hat zusammengebaut ist der Stuhl in guten 10 Minuten. Also ist relativ fix, wenn ihr schnell unterwegs seid.
Und man muss allerdings sagen, die Schrauber war natürlich auch, wer schon gesehen, waren die Schrauber auch ziemlich feinsäuberlich verpackt. Es ist natürlich auch ein Werkzeug mit dabei. Also falls du irgendwie Probleme hast mit werkzeugtechnisch oder so, das ist natürlich auch dabei. Also ist auch ein Schlüssel dabei. Ein Imbusschlüssel und ein Kreitschlitz kombiniert. Also brauchst du dann wirklich echt keine Sorge machen, da brauchst du nicht extra Werkzeug. Also das ist bei dem Stuhl auf jeden Fall mit dabei. Und ja, im Endeffekt kommen dann praktisch schon die Verfestigungen, die Rückenlehne kommen dann nachher im Prinzip einfach und dann nachher im Prinzip einfach so Blende drüber, dass man das nicht mehr sieht. Im Prinzip, das wird einfach bloß drauf gesteckt über die Metallschiene und dann einfach gerade mit dem Moment Schmackes mag schon drauf klopfen. Und dann macht er das einfach mit einer stinknormalen kleine Schraube fest, mit einer Schraube, und der Rest hebt eigentlich aus dem Ganzen eigentlich selber. Oh, das war's eigentlich auch. Und im Großen und Ganzen, ich habe mir dann halt einfach wirklich den Stuhl geholt, weil mein alter Stuhl halt mittlerweile in zwei Alter gekommen ist. Mittlerweile hat man dann halt an der Armpolster halt das Problem gehabt, dass, ja, wie soll man sagen, die Armpolster weggehagelt sind und dann ist irgendwann der Dämpfer bei mir verreckt, bei meinem alten Stuhl. Und dann habe ich dann gesagt, habe ich mich dann sehr schlau gemacht. Und dann war noch der Dämpfer teurer wie der ganze Stuhl selber. Und dann habe ich gesagt, gut, muss man halt ein Wochenende mal ein paar Stunden investieren und dann muss man halt mal länger gucken, was es so an Bürostühle oder Gamingstühle gibt in der Nähe. Und ja, im Großen und Ganzen war die Befestigung da noch. Ist eigentlich auch ziemlich simpel gehalten, das ist auch einwandfrei beschriftet auf der Befestigung. Dann wird euch genau gesagt, wo vorne ist. Und das war's eigentlich auch. Von der Armlehne habt ihr das Problem eigentlich auch nicht. Die Armlehne sind eigentlich im Prinzip auch beschriftet. Einmal links und einmal rechts. Und danach klettert die Schraube einfach. Die Armlehne mit vier Schrauben pro Seite fest. Und das war's natürlich auch. Also im Prinzip, ihr könnt natürlich auch die Armlehne ein wenig verschieben nach links und nach rechts. Ist der Vorteil, weil ihr in den Armlehnen habt ihr natürlich auch Langlöcher drin. Also ihr könnt es nicht edel lang verschieben, aber ihr könnt es minimal, könnt das nur aufeinander aufpassen. Und das ist auch echt cool gemacht, dass man das minimal vielleicht ein bisschen verstellen kann. Also vielleicht so ein Zentimeter, zwei Zentimeter, aber ein oder zwei Zentimeter nach links oder nach rechts macht natürlich auch einen Unterschied. Und ja, im Großen und Ganzen wird der Stuhl einfach dann nachher, wenn ihr den zusammengebaut habt, wird einfach, steckt ihr das Ding einfach auf den Dämpfer drauf und das war's eigentlich auch. Und dann den Stuhl einfach im Prinzip einfach rum und dann hockt er einmal nochmal von oben her kräftig drauf und dann hockt das Ding aber auch und habt ihr da wirklich echt gar keine Probleme. Und im Großen und Ganzen, gut, na, der muss ich eins dazu sagen, und der Stuhl ist halt natürlich aber auch kein Leichtgewicht. Also der Stuhl, der bringt, wenn der Zusammenbau ist, also das ist echt wirklich auch kein Scheiß jetzt, also der Stuhl, der bringt wirklich 22 Kilo auf die Waage, also es ist kein Leichtgewicht, aber dafür ein saubequemer Stuhl, muss ich echt dazu sagen. Was auch echt cool gemacht ist, die Polster, was ihr da noch habt, also praktisch für den Kopf oder den Nacken und einmal für den Lendenwirbelbereich habt ihr natürlich einen Bau. Polster dabei und im Prinzip, das ist echt wirklich, muss ich echt sagen, echt geil gemacht von der Firma. Also im Prinzip einfach das Kopfpolster und das Rückenpolster einfach nehmen könnt und ihr könnt das ganze Ding noch einfach zerlegen und schmeißt das Ding einfach in die Wäschmaschine und tut es einfach wäsche, falls es irgendwie mal grob rumschmiefet oder es wäre irgendwie dreckig oder so. Also das kann man nicht bei jedem Stuhl machen und ja, im Endeffekt. Von der Zeichnung her ist es ein wenig echt komisch gemacht, weil da habe ich mir zuerst ein wenig überlegen müssen, wie man das Ganze macht am besten. Aber das hat man dann eigentlich auch schon ziemlich schnell rausgefunden. Für das Rückenlegerpolster, da guckt er einfach, dass er im Prinzip das Eindigummi oben über die zwei Löcher einfach durchschieben tut. Und die untere Gummis, wo er hat, schiebt er einfach zwischen der Rückenlehne und dem Sitzpolster unter. Man schiebt einfach das andere Gummi drunter. Gut, klar, ihr könnt es natürlich auch einfacher machen und vielleicht auch den Stuhl ein wenig nach hinten kippen. Dann habt ihr es ein wenig einfacher, so wie ich es gemacht habe.
Aber das ist natürlich auch kein Problem. Ich da halt einfach das Ding da nicht durch. Und das war's eigentlich auch. Und dann schmeißt er oben die zwei andere Lasche drüber. Und dann macht er das ganze Ding von hinten einfach fest. Wird einfach zusammengeklipst und das war's eigentlich auch. Also ziemlich einfach kalte. Und dann könnt ihr das Rückepolster nachher im Prinzip auf alle Höhe verschieben, so wie ihr es haben wollt. Und ja. Boah. Und das Ganze muss ich mal echt sagen, muss man mal gucken, wie sich das so langzeittechnisch bewertet, der Stuhl. Und dann werde ich mal langzeittechnisch euch mal so ein kleines Fazit geben. Und das war's eigentlich zu dem Video. Und ja, im Großen und Ganzen, dann sieht man sich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Wenk Spiele.